Das ist eine Rolltreppe. Mit der kann ich ganz bequem von einer Etage in die andere fahren. Dabei stehe ich wie bei einer Treppe auf Stufen. Ganz oben, da fahren die Stufen ein, damit ich problemlos wieder aussteigen kann. Was ich mich frage ist, wie entstehen die Stufen eigentlich? Ich meine, wenn ich auf die Rolltreppe steige, ist die ja erstmal flach. Und dann bilden sich wie von Geisterhand Stufen. Wenn man wissen will, wie das funktioniert, dann muss man in eine Rolltreppe reinschauen. Das geht bei dieser nicht, aber hier in Hannover gibt es jemanden, der uns so eine Rolltreppe mal aufmacht. Und in dieser Halle gibt es eine ganze Menge Rolltreppen. Die sind an der Seite offen, sodass wir mal einen Blick reinwerfen können. Man erkennt schon mal, dass die Treppe auf Rollen läuft. Hier kann man so eine Rolle mal sehen. Es ist also wirklich eine Rolltreppe. Viel mehr sieht man allerdings erstmal nicht. Aber man kann die Rolltreppe hier auseinanderbauen und dann ins Innere hineinschauen. Herr Grunbeck öffnet die Rolltreppe heute mal für uns. Dafür muss er oben an der Rolltreppe zwei Klappen aufmachen. Unter der zweiten Klappe, da unter der gelben Scheibe das blaue, das ist ein Motor. Und dieser Motor, der treibt eine Kette an. Da sieht man auch die Kette noch mal besser. Diese Kette bewegt das große Antriebsrad für die Rolltreppe. Dadurch kann sie sich bewegen. Und was sich dabei mitbewegt, ist eine zweite Kette. Die seht ihr hier. Das ist die mit den Rollen. Das sind aber nicht die Rollen, die wir vorhin schon mal gesehen haben. Diese Kette läuft einmal komplett um die ganze Rolltreppe herum. Und an dieser langen Kette hängen die Stufen dran. Wir halten die Treppe mal kurz an. Da seht ihr die Rolle und da die Verbindung zur Treppe. Herr Grunberg baut mal eine der Stufen für uns aus, dann kann man es nämlich gut sehen. Mit solchen Verbindungen, die nennt man übrigens Bolzen, sind die Stufen an den Rollen von der Kette befestigt. Wenn sich die Kette bewegt, zieht sie die Stufen an den Rollen mit. Damit haben wir das Geheimnis, wie sich die Stufen bewegen, also schon mal gelöst. Aber wie bilden sich die Treppenstufen? Dafür müssen wir uns so eine Stufe noch mal genauer angucken. Den Bolzen da unten, den kennen wir ja jetzt schon. Da hängt ja die Rolle in der Kette dran. Dann gibt es noch zwei weitere Rollen. Die haben wir auch schon gesehen. Das sind die beiden da oben. Und die laufen in einer Schiene. Da oben sieht man übrigens auch noch mal die Kette mit den anderen Rollen. Okay, also los. Im größten Teil der Rolltreppe sind die Stufen flach. So fahren sie auch im versteckten Teil, den wir sonst nicht sehen können, nach unten. Aber hier sieht man, es gibt einen ganz schön großen Abstand zwischen der Schiene mit den Rollen und der Kette. So kommt sie auch unten wieder raus, wo die Treppe ja immer noch flach ist. Das ist auch ziemlich praktisch, wenn wir draufsteigen wollen. Aber dann verwandelt sie sich ja in eine Treppe mit Stufen. Wie das passiert, kann man hier gut erkennen. Da oben seht ihr ja die Kette mit den Rollen. Und darunter ist die Schiene, auf der die anderen Rollen laufen. Da, wo die Treppe entsteht, verändert sich etwas. Das könnt ihr hier ganz gut sehen. Oben sieht man ja die Kette und unten sieht man die Schiene, auf der die anderen Rollen laufen. Wenn die Treppe flach ist, ist der Abstand zwischen der Kette und der Schiene groß. Und da, wo die Stufe entsteht, laufen die Kette und die Schiene direkt aufeinander zu. Wenn mehrere Stufen fahren, dann kann man es sogar noch besser erkennen. Dort, wo die Schiene auf die Kette zuläuft, da schiebt sich die Treppenstufe nach oben. Puh, also nochmal langsam. Der untere Teil der Treppenstufe schiebt sich nach oben, weil die Kette und die Schiene aufeinander zulaufen. Die Stufen fahren dann bis nach oben als Treppe weiter und werden oben angekommen wieder flach, damit wir aussteigen können. Was innen passiert, könnt ihr hier gut sehen.
Kette und Schiene laufen erst ganz dicht beieinander und dann wieder auseinander. Da, wo sich Schiene und Kette trennen, da fährt dann die Treppenstufe ein. Von der Seite sieht das übrigens so aus. Oben, da läuft die Kette und die Schiene, die knickt ab, läuft dann nach unten und dabei im gleichen Abstand zur Kette weiter. Da, wo unsere Schiene abknickt, da fährt also unsere Treppenstufe ein. Das große Geheimnis liegt also darin, dass Kette und Schiene einfach weiter auseinanderlaufen. Also umgekehrt wie unten. Da sind Kette und Schiene ja aufeinander zugelaufen, damit sich die Treppe nach oben schieben konnte. Das kann man aber wirklich nur von innen sehen. Was man dagegen von außen sehen kann, ist der Wettbewerb, den ich jetzt mit den Schülern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums zwischen Rolltreppe und Fahrstuhl starten werde. Wer schafft es wohl, in einer Minute mehr Menschen nach oben zu befördern? Los geht's! Jetzt bin ich gespannt. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern steige ich auf die Rolltreppe. In den Aufzug passen übrigens gerade mal 11 Kinder. Für beide Gruppen geht es jetzt ab nach oben. Ich bin schon mal oben angekommen und jetzt wird gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auch die Aufzuggruppe ist jetzt oben angekommen. Aber der Aufzug muss jetzt erstmal wieder gemütlich nach unten fahren, während oben immer mehr Kinder ankommen. Und unten steigen jede Menge weiterer Kinder auf die Rolltreppe auf. Kann die Gruppe im Aufzug das überhaupt noch schaffen? Ich bin gespannt. Stopp! So, also der Fahrstuhl hat es in einer Minute kein zweites Mal nach oben geschafft. Und bei der Rolltreppe, ihr zwei wart, glaube ich, die letzten beiden, ne? Ja. Und ihr wart Nummer? 155. Und? 156. 156 gegen 11 Kinder. Das heißt, die Rolltreppe hat eindeutig gewonnen. Sie fährt zwar langsamer als der Fahrstuhl, aber sie schafft es, durch ihre vielen Stufen gleichzeitig mehr Menschen nach oben zu bringen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Rolltreppen in U-Bahn und in Kaufhäusern eingebaut sind. Sie werden nämlich überall da gebraucht, wo möglichst viele Menschen schnell nach oben und nach unten transportiert werden müssen. Ziemlich tolle Erfindung.